willkommen zu unserer dritten Sendung von Lean Talk TV. Heute mit dem Titel, was bringt die Verbesserungscharta wirklich? Grundlage unseres heutigen Themas wird dieses Buch sein, das im Jahre 2009 erschienen ist und der Autor Mike Rother ist, der im Jahre 2009 dies niedergeschrieben hat, was er Jahre zuvor bei Toyota erforscht hat. Ich darf Sie hier und die Gäste, die uns live zuschauen, herzlich begrüßen. Ich darf vor allen Dingen begrüßen Sascha Andramas von der Technikerschule Butzbach für Lebensmitteltechnik, Fachlehrer dort, sowie freiberuflicher Trainer und Berater. Ich darf Götz Müller begrüßen, ebenfalls Berater, Coach und Trainer, der sich unter anderem mit dem Thema NLP im Kontext zu Lean beschäftigt. Und was mich sehr freut, ist, dass Herr Nuber hier von der Karl Knauer KG hier anwesend ist. Er wird heute unser Beispiel sein, dafür nicht er, sondern dieses Unternehmen sein, warum die Verbesserungscharta scheinbar dann doch funktioniert. So viel zur Vorstellung. Ich darf Sie draußen bei Facebook natürlich wieder einladen, mit zu kommentieren, Ihre Fragen hier zu stellen, die wir dann gerne an unsere Gäste hier weitergeben und dann entsprechend auch Stellung dazu nehmen können. So, die Verbesserungscharta oder Verbesserungs- und Coachingcharta besser gesagt. Viele Unternehmen haben ja versucht oder versuchen noch immer, so gut zu werden wie Toyota. Das Interessante daran ist, dass es ganz viele Manager und Managerinnen gegeben haben, hat, die es auch heute noch gibt, die möglicherweise zu Toyota fahren und dort gucken, wie die beispielsweise ihre Prozesse organisieren. Dann zurückkommen in ihr eigenes Unternehmen und dann versuchen, das, was sie gesehen haben, zu kopieren. Ich würde behaupten, mit mäßigem Erfolg, weil sie nämlich nur das kopiert haben, was sie gesehen haben und das, was sie nicht gesehen haben, natürlich nicht kopierbar ist. Und genau das war die Grundlage dieses Buches von Mike Rother, nochmal im Jahre 2009 in der Erstauflage erschienen. Und Rother hat es dann als Kata bezeichnet. Kata ist ein Begriff aus der japanischen Kampfsportart, bezieht sich auf ständige Wiederholungen, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Götz, warum ist die Verbesserungscharta in deutschen Unternehmen deiner Meinung nach angekommen oder eben nicht angekommen? Ich würde gerne mal auf deutsche oder nicht deutsche Unternehmen differenzieren. Und ob es ankommt oder nicht, glaube ich, hat mit dem was zu tun, was du schon gesagt hast. Mache ich nur das, was ich sehe? Du hast auch NLP erwähnt. Ich gucke mir da immer ganz gern die logischen Ebenen an. Und das sind halt sechs Stück. Das beginnt unten beim Kontext. Das sehe ich. Ich sehe noch das Verhalten. Aber ich sehe schon immer in die Köpfe der Leute rein. Und da scheitert es dann, glaube ich, einfach auch. Und das finde ich die große Leistung an Rother, dass er eben diese 2/3 Ebenen, dass er über die hinausgegangen ist. Weil da sind ja auch die Gedanken drin, ich muss halt diese Vision da irgendwo haben, wonach ich hinstrebe. Das hat ja was mit dem Kopf zu tun, dieses Zugehörigkeitsgefühl, ganz oberste Ebene. Wo will ich denn hin? Und wie an vielen anderen Dingen im Lean-Umfeld auch, 5S oder so, wird es halt zu sehr nur auf das reine Werkzeug, also auf das, was ich sehe, reduziert. Und dann funktioniert es nicht. Also er beschreibt ja im weitesten Sinne auch eine Führungsroutine, können wir so sagen. Er spricht ja nicht nur von der Verbesserungscharta, sondern er spricht ja insbesondere eben auch, oder beschreibt ja auch die Coaching-Charta. Und sagt im weitesten Sinne, dass das ein fundamentales Umdenken von Führungskräften braucht. Jetzt haben wir das schon ganz oft besprochen, hier in anderen Veranstaltungen. Sascha, du kommst aus einer Branche, die du selbst
hin und wieder mal als konservativ beschreibst, Lebensmittelbranche, Lebensmittelindustrie, ist da die Verbesserungs- oder Coaching-Charta ein Thema? Also nicht unter dem Namen. Es gibt viele Ansätze, gerade in den Konzernen, das ist so. Wir haben aber da das Problem, wie das auch in dem Buch beschrieben ist, mit den Führungskräften. Dass wir dort dementsprechend die Führungskräfte brauchen, die dort umsetzen können, die auch das, ich nenne es mal, dieses Gedankengut an die Basis bringen und die Basismitarbeiter mit unseren Fachkräften begleiten. Mhm. Und jetzt komme ich ja aus der Lebensmittelindustrie, wo wir die Probleme haben der Tradition, der konservativen Führungsstile, teilweise noch sehr autoritär. Ich nenne da den Mittelstand. Wie gesagt, bei den Konzernen ist es aufgeweicht. Die suchen nach neuen Möglichkeiten, die nennen sie natürlich nicht Charta, aber die Ansätze sind identisch, die dort passieren. Dort sehe ich aber ein Problem. Also ich stehe zu den meisten Aussagen hinter diesem Buch. Mhm. Wir haben nur ein Problem dort, wir sprachen vorher schon drüber, vor dem Interview, der Nachhaltigkeit. Das heißt, ähnlich ist es so, wie du sagst, die kommen montags hochmotiviert, weil sie was woanders gesehen haben. Mhm. Die Mitarbeiter merken das schon, ach, er war wieder unterwegs. Mittwoch spätestens ist es wieder hinfällig. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, an diese Nachhaltigkeit. Die Belegschaft hat Angst, wenn der Geschäftsführer zum Seminar geht oder auf den Kongress. Genau, und das wird ja auch so schon kommuniziert. Ach, er war wieder unterwegs, er war wieder auf dem Seminar. Da fahren wir gleich in Herrn Huber. Ich möchte auf diesen Punkt hinaus, den du eben angesprochen hast. Als das Buch im Jahre 2009 in der Erstauflage erschienen ist, dann dauert es ja in der Regel nicht mehr lange, bis dann zig Berater Angebote präsentieren. Also jetzt mit der Verbesserungskarte haben wir die eierlegende Wollmilchsau. Ja, besucht unsere Seminare. Es gibt dann zig Kongresse, Symposium oder andere Veranstaltungen, auf denen die Charta vorgestellt wird. Ich meine, Mike Roder macht selbst gemeinsam mit dem Aulinger, machen sie jährlich auch so einen Kongress, wo dann immer sogenannte Best Practices Beispiele vorgestellt werden. Und jetzt mal unabhängig davon, das sind ja nie die gleichen, aber so richtig hören tut man von der Verbesserungskarte nicht mehr. Oder Coaching-Kader. Hört man da noch was aus? Ich meine, ihr seid ja nahe an der Industrie dran. Also ich würde es schon auch so sehen, wie Sascha, dass es nicht darum geht, wie ich das Ding nenne. Mhm. Das ist nicht entscheidend, wie ich es nenne. Gut ist, was hilft. Gut ist, was hilft, genau. Es kommt darauf an, dass ich es lebe. Und was mir aber immer wieder begegnet, ist eben dieses, ich kaufe mir einen Hammer, um ein Bild aufzuhängen, also um einen Nagel in die Wand zu klopfen. Es geht aber im Grunde darum, dass ich ein schöneres Ambiente habe. Und dass ich manchmal einfach viel zu schnell irgendein Ziel erreichen will und dann enttäuscht bin, wenn ich es nicht innerhalb von Schnipp erreiche. Okay. Und dann zum Teil einfach wieder zu früh aufhören. Also vielleicht müssen wir noch mal, bevor wir zum Herrn Huber kommen, müssen wir vielleicht noch mal kurz klären, was die Verbesserungskarte eigentlich ist oder die Verbesserungscoaching-Karte ist. Das ist ein Führungsinstrument. Ja. Ist da soweit, denke ich, Zustimmung? Ja, ich würde es nur ein bisschen spezifischer sagen. Es ist ein Führungsinstrument, wie ich meine Mitarbeiter befähige. Ich meine, ich kann ja auf so und so führen. Ich kann führen mit der Lautstärke meiner Stimme, wie ich das manchmal auf den Baustellen draußen erlebe, weil der halt da 20 Meter auf dem Gerüst oben ist. Das ist ja nicht die Form von Führung, sondern Form der Führung, eben um meine Mitarbeiter zu befähigen, ein Stück weit, so wie ich es als Berater sehe, aber ich denke auch als Führungskraft, mich überflüssig zu machen. Und sie zu entwickeln. Ja, genau. Okay, gut. Jetzt hat ja, wenn uns der Mario Buchinger zuschaut, der hat ja so einen schönen Satz gesagt, also nicht, dass er Mike Roder kritisiert, aber der sagt ja, im Grunde hat Mike Roder in der Beschreibung des Buches und am Ende sozusagen in der Formulierung dieser fünf Fragen, also was ist der Zielzustand, wie ist der Ist-Zustand jetzt und so weiter und so fort, hat er ja sozusagen die Idee hinter dem, was er beschrieben hat, als ad absurdum geführt, indem er ja wieder versucht hat, eine Methode draus zu machen. Und ich persönlich glaube, dass ein großes Problem derjenigen, die versucht haben, das anzuwenden, gedacht haben, Sie müssten jetzt nur noch fünf Fragen stellen, also das ist sehr, sehr schwarz-weiß, ne? Sie müssen jetzt nur noch fünf Fragen stellen und
dann haben sie erfolgreiche Kater eingeführt. Also ich sehe es auch als Methode, aber das Schöne finde ich bei der Kater, wenn ich es als Methode sehe, wir wissen ja nicht, was draus wird, wenn wir die Mitarbeiter befähigen, beziehungsweise wenn die mit ihren Lösungsansätzen kommen. Beim Projektmanagement ist ganz klar, da haben wir unsere Meilensteine, das muss dann passieren. Aber bei der Kater nicht. Und das finde ich persönlich das Schöne an der Kater. Mhm. Weil wir qualifizieren Befähiger, wir tun sie weiterentwickeln und unsere Mitarbeiter, so ist es ja wünschenswert, die kommen schon mit Lösungsansätzen zu den, ich nenne es mal zu dem Coach oder zu unserem Prozessbegleiter, je nachdem, wie wir es im Unternehmen nennen. Und das finde ich die Wertschöpfung daraus. Okay. So, Herr Nuber, jetzt. Die Karl Knauer KG ist ein Unternehmen aus der Verpackungsmittelindustrie, wenn ich das mal so sagen darf. Richtig. Aber nicht nur, sondern Sie sind auch ein Maschinenbauer. Das heißt, wenn ich was zu verpacken habe, liefern Sie mir im Zweifel nicht nur die Verpackung, auch, aber Sie liefern mir im Zweifel gleich die Maschine dazu. Ja, so, wir haben auch ein Sondermaschinenbau-Segment dabei und unterstützen quasi das Thema Verpackungen mit unseren Spezialmaschinen. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, haben Sie Losgröße 1 und unter Umständen Losgröße 10.000. Losgröße 1, die Maschine. Die Maschine, genau. Und dann die Verpackung. Ja. Und dann die Verpackung, okay. So, jetzt haben Sie, wir kennen uns seit, ich würde mal sagen, 3-4 Jahren. Sie waren Gast auf einer Veranstaltung, die wir irgendwann vor 4 Jahren mal gemacht haben, waren da immer mal wieder dabei auf dem Symposium Change to Kaizen. Nächstes Jahr sind Sie bei Lean Around the Clock dabei als Referent und werden über die Verbesserungskarte sprechen. Und das deshalb, weil Sie vor einem Jahr, anderthalb Jahren, erfolgreich die Karte eingeführt haben. Vor 2 Jahren haben wir begonnen mit der Karte und ich selbst habe mich schon etwa 4 Jahre mit der Karte beschäftigt. Angefangen mit dem Buch von Mike Rother, genau wie das Handbuch dazu. Und für uns ist die Herausforderung als mittelständisches Unternehmen, langfristig auch noch bestehen zu können. Also wir wollen auch 2038 noch inhabergeführtes Familienunternehmen sein. Könnte die Beschreibung von einer Vision sein. Ne? Genau, der Leidensdruck ist natürlich da, der Kostendruck am Markt. Und wir haben 2008 mit KVP Lean Prinzipien begonnen in der Produktion und in den Verwaltungsbereichen. Und viele Dinge sind natürlich von der Führungskräfte getrieben und wir sehen jetzt einfach die Chance, über die Verbesserung und Coaching-Karte die Mitarbeiter stärker anzubinden, die Mitarbeiter zu befähigen und mehr Problemlöser in allen Bereichen auf den Weg zu bringen. Jetzt sind Sie Betriebsleiter und ich unterstelle das jetzt mal, also bevor Sie angefangen haben mit der Karte, haben Sie wahrscheinlich ein Verbesserungsvorschlagswesen gehabt. Vielleicht haben Sie das immer noch. Das haben wir immer noch, ja. Ein Verbesserungsvorschlagswesen gehabt. Da haben die Mitarbeiter irgendwie Verbesserungsvorschläge. Da gab es eingereicht, gab es einen administrativen Prozess und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt die Charta, so wie es Rother beschreibt, richtig interpretiert, dann wird es ein Verbesserungsvorschlagswesen nicht mehr brauchen. Das ist jetzt böse, gut, aber wie schwer war das bei Ihnen? Oder vielleicht mal erst so angefangen, wie sind Sie denn vorgegangen bei der Einführung von der Charta? Also ich fand es nicht schwer, da wir seit 2008 sagen wir mal, die KVP-DNA bei uns im Unterhaus haben und auch spüren, war es nicht schwer. Wir haben dann in einigen Sitzungen unserer Geschäftsleitung überzeugt von der Methode, von der Struktur als Basis und haben dann 2 Pilotbereiche ausgewählt. Sie sprechen von KVP oder sprechen von der Charta jetzt schon? In der Produktion, aber nicht nur in der Produktion, weil wir möchten auch beweisen, dass es in den vorgelagerten Prozessen, in der Administration oder in der Produktion zuarbeitenden Prozessen auch funktioniert. Und warum haben Sie die Charta eingeführt? Und wenn Sie vorher schon KVP hatten, also Ja, wir haben gute Erfolge, Performance-Erfolge mit der KVP Lean-Prinzipien, vorrangig mit Workshops erreicht. Trotzdem ist es nicht, sagen wir, aus meiner Sicht nachhaltig genug gewesen. Wir brauchen einfach die Mitarbeiter noch stärker, dass sie selbstständig als Problemlöser werden, weil die Führungskräfte können nicht immer den Verbesserungsprozess von sich aus treiben, vielleicht unterstützt durch Teamleiter oder Schichtleiter. Wir brauchen einfach noch mehr, die das KVP-DNA in sich tragen. Okay. An euch die Frage, gehört Sascha nochmal, also ihr seid als Berater, du nochmal als Fachlehrer,
Das, was Herr Nuber sagt, ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Also in der Sache und was man draußen erlebt, ist das dann das Gleiche? Oder? Also ich habe da ein Beispiel, gerade jetzt als Fachlehrer, ich betreue auch die Teilzeitklassen, die im Bereich Maschinenbauautomatisierung unterwegs sind. Da höre ich schon Aussagen unter anderem negativ, weil die sich weiterbilden. Aus der Organisation. Allein das ist für die schon negativ. Mhm. Die gehen davon aus, ja, wie viel Techniker brauchen wir denn noch? Wie viel Meister brauchen wir denn noch? Mhm. Aber der Hintergrund um diese Horizonterweiterung, das sehen die gar nicht. Und das ist auch wieder der Mittelstand. Mhm. Also das ist jetzt mal von meiner Branche, sage ich mal, wirklich weg. Das ist im Bereich Maschinenbau. Da kommen diese Aussagen, wo wollen wir den ganzen Häuptling hin? Mhm. Aber das ist ja gar nicht die Grundidee. Mhm. Das fassen die nicht. Ja. Ja. Also das, was ich rausgehört habe, ist durchaus typisch, eben anzufangen und dann so ein bisschen auf einen gewissen Widerstand oder auf das, wie mache ich dann weiter, zu stoßen. Und da finde ich halt die Kata sehr hilfreich, weil und all das, was dahinter steckt, mit diesem Gedanken, die Vision, da will ich hin und dieses immer so, diese Karotte, die immer so einen Meter vor mir letzten Endes hängt, wenn das fehlen sollte. Extrem ausgedrückt, wenn ich so diesen Punkt habe, ich will Marktführer werden, ja, was mache ich, wenn ich da oben bin auf dem Gipfel? Dann fällt mir der Antrieb. Also ich habe das jetzt unterstellt, Herr Nuber, dass Sie gesagt haben, wir wollen 2038 immer noch Unternehmer oder ein eigenständiges Unternehmen sein, das heißt halt eben, Sie eine hohe Eigenkapitalquote haben wahrscheinlich und so weiter und so fort, dann kann das ja Bestandteil von einer Beschreibung einer Vision sein. Genau, also, das endet ja auch nicht. So. Und Sie erhoffen sich wahrscheinlich, das lege ich Ihnen jetzt in den Mund, Sie würden widersprechen oder das dementieren, wenn das nicht stimmt. Sie sagen, um das zu erreichen, müssen wir unsere Mitarbeiter befähigen, dass sie ständig sozusagen an ihren Prozessen arbeiten. Dann fange ich mal da an. Mhm. Wie schwer war es denn, Ihre Geschäftsführung davon zu überzeugen? Oder wie einfach sozusagen, dass die Charta ein geeignetes Instrument wäre, um diese Vision zu erzielen? Oder sich auf den Weg der Vision zu begeben? Also, so. Es war nicht schwer. Wir sind seit 2 Jahren etwa auch unterwegs, führen mit Zielen, das Thema stärker in die Organisation zu bringen. Das heißt, die Führungskräfte lernen auch noch stärker ihr Geschäft und auf die Gesamtvision ausgerichtet, auf die Jahresziele, ihre Ziele auch so zu formulieren, dass sie gemeinsam wirken auf das gesamte Große. Mhm. Und die Kata ist eine Möglichkeit, die Jahresziele in der Abteilung oder Schnittstelle übergreifend auch noch über Zielzustände weiter herunterzubrechen, für die Mitarbeiter noch begreifbar ihren Beitrag zum Ganzen dann dadurch einzubringen. Wenn Sie von Führen von Zielen sprechen, dann sprechen Sie nicht von so klassischen Zielvereinbarungsmodellen? Doch. Okay. Genau. Das sind Prozessziele, das sind Kundenziele, das sind Innovationsziele. Okay. Und jetzt wissen wir ja, dass in der Verbesserungscharta sozusagen ein, wie auch immer formulierter Zielzustand, ja, einen großen Anteil annimmt. Wie formulieren Sie da die Ziele? Wir haben, wenn man es mal auf eine Maschine zieht, Rüstzeitziele. Zum Beispiel die Rüstzeit an einer Maschine von 2 Stunden auf 1 Stunde innerhalb von einem Jahr runterzubringen. Und dann wird eben der Prozess analysiert, in die Segmente die Maschine aufgeteilt, in die Einflussfaktoren. Und dann kann ich eben Teilziele setzen auf einen gewissen Zeithorizont von 6 bis 8 Wochen und sagen, ich möchte den Anleger der Maschine optimieren. Der macht einen Teil aus von 7 Minuten und möchte in 2 bis 3 Minuten dann rüsten. Die Führungskräfte haben ja, wenn man sozusagen das richtig interpretiert, also so wie es ich interpretiere, dann ja nur noch einen coachenden Charakter oder eine coachende Aufgabe. Und all das, was Sie eben beschrieben haben, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Rüsten, kommt ja dann von den Mitarbeitern. Wie schwer war es denn für die Führungskräfte bei Ihnen im Haus, sozusagen sich jetzt zurückzuhalten, also als Coach zu agieren und nicht mehr sozusagen als derjenige, der die Lösung präsentiert? Sicherlich war es nicht ganz einfach, weil die Führungskräfte sind da in der Regel schon außerhalb der Komfortzone des Mitarbeiters. Das heißt, die wissen schon den Weg deutlicher. Sie bringen ja auch die Herausforderung als übergeordnetes Thema zu den Zielzuständen herbei, analysieren zusammen mit den Mitarbeitern den Prozess und haben schon vielleicht ein Lösungsbild vor sich, aber auch nur einen gewissen Weg dahin.
Und es ist einfach dann auch die Routine, sich das anzutrainieren über die fünf Fragen. Und es ist nicht ganz so trivial, nur die fünf Fragen zu stellen, sondern auch zwischen den Fragen dann konkreter zu werden, den Mitarbeiter eben dann aus der Komfortzone in die Lernzone zu führen. Mhm. Und das funktioniert bei uns, sagen wir, überwiegend gut. Es macht ja nichts, wenn der Coach mal ein bisschen schon die Lösung vorgibt. Er hat ja noch seinen Second Coach, da werden wir vielleicht auch noch dazu kommen, der ihn dann wieder in der Coaching-Struktur auch nochmal anleitet. Ja, genau. Da wollte ich nämlich darauf hinaus. Das klassische Bild ist ja, es gibt einen Coach, das in der Regel die Führungskraft ist, die unmittelbare Führungskraft, also das könnte jetzt der Vorarbeiter sein beispielsweise, der mit dem sogenannten Menti zusammen an einem, wie auch immer, verarbeiteten, vereinbarten Zielzustand arbeiten. Und dann gibt es eben noch einen sogenannten Second Coach im Rahmen von der Coaching-Kader, der nichts anderes macht, wie sozusagen den Coach zu coachen. So viel zu Modellen. Also ich stelle mir das schwer vor, wenn da hinter mir einer steht und mir zuguckt, wie ich mit dem Götz zum Beispiel gemeinsam an einem Zielzustand arbeite. Da ist ja ganz viel Raum für Kritik. Ja, es gilt, die Kritik richtig zu formulieren. Mhm. Es ist ja so, dass wir haben das Thema Verbesserungskader mit eigener Kraft ins Unternehmen reingebracht. Das heißt, wir haben keine externen Dienstleister beauftragt. Das heißt, es galt für uns vom KVP-Team, uns mal eine gewisse Grundkompetenz anzueignen, das auszuprobieren. Und die Führungskräfte haben ja auch nur interne Schulungen bekommen. Okay. Von dem her ist wichtig, dass wir aus dem KVP-Team jetzt anfänglich als Second Coach fungiert haben, ihn einfach dann auch nach dem Coaching gefragt haben, wie hast du dich gefühlt als Coach? Also nicht gleich hier Feedback mit der Keule geben, sondern einfach über die richtigen Fragen das heranzubringen und aus meiner Perspektive als Second Coach zu sagen, ich habe beobachtet, dies und jenes ist nicht so gut gelaufen. Ich würde dir empfehlen, mach es doch so oder so. Was meinst du dazu? Jetzt habe ich, ja, Sascha? Da habe ich auch noch eine Frage an Sie, weil da geht es ja auch um Feedback, es geht ja um Reflexion und wir zeigen ja auch Schwächen auf. Ja. Ich sag mal bin mal ein bisschen böse, an nicht vorhandenen Kompetenzen, an denen wir ja arbeiten, das ist ja von Vorteil. Mhm. Wie sind Sie da am Anfang vorgegangen? Also Sie haben ja bestimmt auch mal Schwächen in der Organisation oder am Prozess aufgezeigt oder vielleicht auch an der Führungskraft. Das war ja bestimmt am Anfang auch so bei der Einführung. Wie wurde das so angenommen? Wurde eigentlich gut angenommen. Wir geben das Feedback vorrangig nur in Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, ich gebe das Feedback dann dem Coach ohne Verbesserer in der Regel. Es sei denn, man kennt sich ja gut und viele Jahre schon im Unternehmen, das ist kein Problem. Und man versucht eben das Feedback so zu geben, dass es einen guten Input gibt für den nächsten Tag des Coachings. Und das kann natürlich ein Prozessanteil sein, das kann aber auch ein Teil sein, wie die fünf Fragen gestellt werden und wie eben dann der Menti Richtung Lernfeld weitergeführt wird. Ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass die vielen Besucher, dass diejenigen, die Toyota besucht haben, sozusagen dann versucht haben, das, was man sieht, zu kopieren, zu adaptieren in irgendeiner Form. Und alles das, was man eben nicht sieht, darüber unterhalten wir uns ja. Wir unterhalten uns ja gerade darüber, also Sie haben, nicht, dass Sie das Wort gewählt haben, aber hier kommt ja das Wort Respekt. Also wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Das hat ja da eine hohe Bedeutung. Götz, was sind denn die Dinge, die man nicht sieht, die Toyota so erfolgreich machen? Gerne in Bezug auf die Karte. Aus deiner Sicht? Meiner Ansicht nach eben dieses Ziel zu haben. Und wenn man allein diese Jahreszahl hier jetzt gerade nur mal als Beispiel 2038, weil da werden wir wahrscheinlich nicht mehr berufstätig sein, wenn wir überhaupt noch hier auf zwei Beinen rumlaufen. Ja. So, und da sehe ich dann eben auch den Punkt, da die Führungskraft wieder auch im ersten Schritt mal zu befähigen, diese Lücke zu schließen. Für den Mitarbeiter, fürs Unternehmen, für beide Seiten, das also zusammenzubringen. Wenn folgende Aussage, die ich jetzt tätige, und ich weiß, dass ich dafür oft kritisiert werde, dass wir im Grunde Managementprinzipien von vor 50 Jahren noch haben. Also wir haben fast preußische Führungstugenden noch immer, überwiegend in den Unternehmen.
Das mag jetzt bei Ihnen eine Ausnahme, weil Sie, ja, Sie haben ja eben ich etwas formuliert, man kennt sich. Ne? Also man arbeitet wahrscheinlich schon lange zusammen und da ist ein gewisser Respekt vielleicht sozusagen wie beim guten alten Ehepaar sozusagen schon vorhanden. Aber wenn man, wenn man so auf die breite Masse der Unternehmen guckt, dann haben wir, würde ich behaupten, so klassische preußische Führungsprinzipien. So. Wie schwer ist es dann, sowas zu implementieren? Das ist nichts, wo man irgendwo einen Schalter umlegen kann. Und nichts, wo man von heute auf gleich oder von heute auf morgen und auch nicht nächste Woche erledigt hat. Also es bedeutet ja im Grunde, dass ich sozusagen als Führungskraft bereit sein muss, nicht mehr intelligent für das System zu sein, sondern dafür zu sorgen habe, dass das System intelligent wird. Also ich muss mich dann als eine Art Moderator sehen. Das bedeutet ja in der Konsequenz, also ja. Zustimmung. Ja. Also ja, das ist das Dilemma, wie werde ich zur Führungskraft? Das ist ja das ganz oft das. Du ein Zwei-Tage-Seminar besuchst. Ich werde zur Führungskraft ganz oft durch eine fachliche Leistung. Also so habe ich selber erlebt, vor irgendwann im letzten Jahrtausend. Ich werde zur Führungskraft, weil ich eine fachliche Leistung, aber das hält mich dort ja nicht. Das hält, oder es hält mich maximal dann auf dieser Ebene, aber ich habe dann keine Chance, mich weiterzuentwickeln. Und jetzt ist es natürlich schon schwierig zu sagen, jetzt höre ich auf, plötzlich das zu tun, was mich dahin gebracht hat. Und naja, ich muss jetzt halt, und ich muss jetzt halt plötzlich andere Dinge tun, die mich weiterbringen. Weil ich ja, das ist ja der große Gleichmacher, der Faktor Zeit. Jeder hat nur im Extremfall 24 Stunden am Tag. Und als Führungskraft wirke ich vor allen Dingen durch meine Mitarbeiter. Und in solchen Organisationen, die aus deiner Branche kommen, die du ja beschrieben hast als eher konservativ, das soll gar nicht schlecht sein oder sonst irgendwas, dort herrschen solche Führungsprinzipien im Zweifel noch vor, oder? Genau, ganz genau. Also überwiegend ja. Und da muss ich auch sagen, behaupte ich jetzt einfach mal, 80% der Führungskräfte haben auf dieser Position, so wie sie gerade agieren, auch nichts zu suchen. Sondern das ist so, das ist meine feste Meinung. Ich meine, ich bin jetzt da 21 Jahre, war ich aktiv unterwegs, jetzt seit 4 Jahren jetzt als Berater, weil dort die Führung noch ist wie zu meiner Lehrzeit, genau wie es beschrieben worden ist. Autoritär, das Traditionelle ist nicht schlimm, das Konservative ist auch nicht schlimm, aber dieser autoritäre Führungsstil und dieses nicht delegieren, sondern dieser laute, raue Umgangston. Und damit erreicht man keinen mehr. Da erreicht man aber keinen mehr. Weil das, was du gesagt hast, finde ich auch wichtig. Wenn die Führungskraft abgibt, sondern sie ist Prozessbegleiter, sie moderiert das Ganze, heißt es ja nicht, dass die Führungskraft sich nicht weiterentwickeln muss. Sondern auch dann muss er sich natürlich oder sie weiterentwickeln, ganz klar. Das heißt ja nicht, okay, ich lehne mich jetzt zurück, ich bin jetzt mehr im Büro, ich bleibe auf meinem Stand. Ja, das geht ja auch nicht. Sondern er muss sich in seinen Bereich ja auch weiterentwickeln. Und da möchte ich auch nochmal beim Herrn Nuber eingreifen, wie das mit den Basismitarbeitern war. Ich nenne es jetzt mal Basismitarbeiter. Mit den Menschen auf dem Shopfloor. Genau, weil ich habe ein Beispiel, nehmen wir mal die Getränkeindustrie, da haben wir zum Beispiel sehr verschiedene Abteilungen. In den allen Abteilungen, außer in der Produktion, arbeiten hochqualifizierte Menschen. In der Produktion nicht, außer die Abteilungsleiter. So, da haben wir teure Maschinen, nehmen wir mal den Abfüller. Der Abfüller, die Maschine kostet 200.000 Euro. Da habe ich eine angelernte Kraft dran. Der nimmt aber als letztes Hand an das Produkt. Okay. Überall haben wir auf einmal Hochqualifizierte, nur dort nicht. Und da finde ich schon, fängt schon die Denkweise an. Da müssen wir schon umdenken. Jedenfalls in unserer Branche schon. Also das heißt ja, was hier besprochen wird, heißt ja sozusagen Befähigen von Menschen, mit Menschen umzugehen, im weitesten Sinne. Nochmal zu der Karl Knauber KG, Herr Nuber, Sie sind Betriebsleiter, Sie sind verantwortlich. KVP-Beauftragter. Das alles ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit durch Ihre Initiative entstanden. Oder wenigstens maßgeblich mit auf den Weg gebracht, das unterstelle ich jetzt mal. Waren Sie sich, als Sie gesagt haben, jawohl, wir entscheiden uns für diesen Weg, waren Sie sich bewusst darüber, dass das auch ziemlich in die Hose gehen kann?
Nee, für mich war es eigentlich klar, dass ich nicht Gott vertraue und dass ich nicht in die Hose gehen kann. Wenn ich jetzt so höre, dann erlebe ich das eigentlich schon bei uns seit vielen Jahren schon, dass wir das Thema Führung stark geprägt haben. Die letzten 2-3 Jahre nochmal intensiver über den Zielvereinbarungsprozess. Und für mich war klar, wo ich das Thema Charta gehört und gelesen habe, dass das ideal hier reinpasst, weil es einfach das Thema nochmal konkreter macht, auf eine Ebene bringt, den Prozess zu verstehen, den Prozess zu analysieren, daraus gute Zielzustände zu entwickeln, mit den Mitarbeitern zusammen. Und würden Sie sagen, dass die Menschen auf dem Shopfloor, also die bei der Charta beschriebenen Mentees, dass die heute selbstbewusster sind? Auf jeden Fall. Also was ist da passiert? Wir haben auch das Coaching gerade mit jungen Menschen gemacht und sie haben natürlich einmal erlebt, dass sie von sich aus nur sie alleine mal in dieser Zweierbeziehung Prozesse voranbringen können, dass sie aber auch lernen, in ihrem Team zu kommunizieren, weil sie müssen diese Besterfahrungen ja auch mit ihren Kollegen wieder transferieren, die Kollegen abholen, ihre Meinung zu befragen, kommunizieren. Automatisch lernen sie zum Beispiel, wenn sie den Prozess optimieren, 5S nebenbei zu machen, ohne es gezielt eine 5S-Aktion, ohne Lust zu machen vielleicht. Und, ohne einen externen Berater reinzuholen, der dann einen Workshop 5S macht. Zum Beispiel, ja. Okay. Ja. Also. Nee, eine tolle Sache für den jungen Mitarbeiter, sich hier zu profilieren, dazu zu lernen, unterstützt von seiner Führungskraft. Und das machen die freiwillig? Das machen die freiwillig. Ja. Und die kriegen keine Kohle dafür? Dafür sind sie Mitarbeiter, also Mitarbeiter und machen das gerne und bekommen ein gutes Lohn und Gehalt dafür, aber sie haben die Möglichkeit, sich auch zu entfalten. Ich glaube, dass das alles Entscheidende ist, dass es eben nicht über eine extrinsische Motivation stattfindet, sozusagen Menschen zu motivieren, an etwas zu arbeiten, was am Ende ihren Prozess verbessert, sondern dass es eine hohe intrinsische Motivation dann gibt. Ich glaube, dass das eines der Erfolgsrezepte ist. Das vor allem mit verhindern, das ist das größte Problem. Also ich stehe auf dem Standpunkt, von außen motivieren ist fast nicht möglich. Von außen demotivieren, das ist die leichteste Sache der Welt. Und ganz oft ist das schon ausreichend, wenn ich das vermeide. Die Demotivation von außen. Konkretisiere es mal oder versuche mal zu beschreiben, was du damit meinst. Wenn zum Beispiel die Führungskräfte eines Werksleiters mir sagen im Einzelgespräch, sie überlegen sich schon vorher, mit was für einer Idee sie zu dem Werksleiter gehen, weil sie genau wissen, dass er natürlich, er ist richtig gut fachlich. Der Werksleiter. Weil sie genau wissen, dass er natürlich eigene Ideen hat und sie sich also im Vorfeld überlegen, was möchte er denn hören? Was gleicht möglichst stark seiner Idee? Wenn das passiert, dann kannst du die Leute gleich mit Handschellen durch die Firma schicken. Ja, das fängt doch immer ganz oben an. Ja, klar. Fängt immer ganz oben an. Und was der Herr Huber erzählt hat, wenn seine Geschäftsführung nicht dahinter gestanden wäre, dann würde ich mein Haus drauf wetten, dann würden wir heute nicht sitzen und darüber reden. Genau. Sehe ich also, ja. Was ist schiefgegangen, Herr Huber? Was hat nicht funktioniert? Also es hört sich so an, als würde ich jetzt von Ihnen unbedingt hören wollen, welche Niederlage das Sie erlitten haben, aber jetzt einmal positiv formulieren. Aus dem, was dann halt nicht funktioniert ist, haben Sie wahrscheinlich auch was gelernt, oder? Wenn denn überhaupt? Ja. Oder ist das so reibungslos alles? Ja. Nee, sicherlich nicht reibungslos verlaufen. Ist, sagen wir, doch recht anspruchsvoll, die Verbesserungskarte auf den Weg zu bringen. Mein Wunsch wäre es natürlich in allen Bereichen, oder nicht nur ein Wunsch, es wird das Ziel sein, alle Bereiche dafür zu gewinnen. Ach so, Sie haben das gar nicht im kompletten Unternehmen ausgerollt. Wir sind dabei. Das ist eine Phase, die dauert sicherlich noch Jahre hier. Das ist ja jetzt spannend. Ja, ja. Das ist ja jetzt spannend. Das heißt also, wir reden von Beispiel 10 Bereichen. In 2 haben sie es eingeführt, dort sehr erfolgreich. Also, Erfolg ist ja immer nur eine Frage, was ich mir selbst sozusagen als Ziele gesteckt habe und ob ich die erreiche oder nicht oder wie auch immer, vereinfacht formuliert. Und 8 Bereiche haben das noch nicht gemacht. Wie gehen die jetzt damit um, die 8? Also wir haben jetzt schon 5 Bereiche, okay. Meine ich dann. Aber sicherlich 10 oder 12 Bereiche insgesamt.
Wir haben natürlich eine ausgeprägte Regelkommunikation über das ganze Unternehmen, sowohl im Führungskreis wie auch auf der Fertigungsgruppe. Und wir haben natürlich auch einen Firmenreport, in dem wir ausführlich berichten. Das heißt, die Themen kommen bei den Führungskräften an und sie wissen schon, dass sie die Möglichkeit haben, uns anzusprechen. Wir sprechen die Kollegen natürlich auch proaktiv an. Und wir versuchen jetzt über sogenannte Quartalskatersequenzen immer mehr Bereiche zusammen zu starten, über eine Schulung zu beginnen, über eine Lerngemeinschaft einfach auch sich gegenseitig Feedback zu geben, was hat funktioniert, wo gibt es Schwierigkeiten. Und gerade jetzt im Später wollen wir nochmal 2, 3 Bereiche dafür gewinnen. Die Finanzbuchhaltung, das Personalwesen, das sind vielleicht nicht gerade typische Bereiche. Ne? Hier am Ende reden wir über Prozesse. Ne? Ja, da kommt es, glaube ich, schon zu dem Effekt, will ich auch haben, oder? Ja, ja. Ja, also ist das so? Ja? Also will ich auch haben, ja. Sich Zeit dafür zu nehmen und zu finden, ist vielleicht nochmal eine zweite Herausforderung. Ja. Also da bin ich jetzt, das wäre sozusagen, danke für das Stichwort, wäre ich jetzt bei dem sozusagen zweiten Teil. Jetzt gehen wir mal sozusagen, versuchen wir mal in die Methodik hineinzugehen. Also nochmal, Mike Rode hat es ja versucht sozusagen greifbar zu machen. Insofern bin ich nicht so streng mit Rode, wie das jetzt der Kollege Mario Buchinger ist. Aber natürlich versucht man da natürlich irgendeine Form von Methodik draus zu machen. Ich weiß nicht, ob es Methodik ist. Also sehr vereinfacht, wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt ist, wir haben einen wir haben eine Vision, wo wollen wir 2038 sein. Wir haben einen Blue Sky, der beschreibt, wo wir in 3 bis 5 Jahren sein wollen. Mhm. Aus diesem Blue Sky formulieren wir Zielzustände. Und dazwischen einzelnen Zielzuständen gibt es Umsetzungsschritte. So sage ich jetzt mal. Und Roder sagt ja, wir müssen sozusagen Menschen dazu bringen, dass sie täglich an ihren Prozessen arbeiten. Und das bedeutet für dich, Mentor, also Coach, dass du gemeinsam mit dem Menti, also demjenigen, der, mit dem du arbeitest, erstmal einen Zielzustand formuliert, der sich jetzt im Idealfall natürlich an diesen übergeordneten Zielzuständen, an den Blue Sky und natürlich in die Richtung der Vision daran orientiert. Also, wir müssen einen Zielzustand formulieren, wir müssen den Ist-Zustand beschreiben, das wäre die zweite Frage gewesen. Die dritte Frage war, welche Hindernisse halten uns davon ab, sozusagen den Zielzustand zu erreichen? Und welches eine gehst du davon an? Und um welches eine kümmerst du dich jetzt gerade? Die vierte Frage lautet, was machst du jetzt konkret? Was sind deine nächsten Schritte? Und die fünfte Frage lautet, was hast du gelernt? Mhm. So. Das würde bedeuten, wenn ich das jetzt so übersetze, dass ich jeden Tag, oder geht dann sogar noch einen Schritt weiter, indem er sagt, immer um die gleiche Uhrzeit, mich mit meinem Mentor treffe. Und mein Mentor stellt mir jeden Tag diese 5 Fragen. Das ist doch lächerlich, oder? Das ist tatsächlich so, ja. Vielleicht noch mal ein Stückchen weg von dem, was ist inhaltlich. Mhm. Ich finde, der Mensch ist halt ein Methodentier. Mhm. Das hat schon vor zigtausend Jahren angefangen, wo wir gemeinsam hinter dem Mammut her waren. Oder noch einen Schritt weiter zurück, wo wir abends dann an die Höhlenwand da was gemalt haben. Mhm. Das ist ja auch schon Methode gewesen. Und ich glaube, ein Stück weit, natürlich, ein Wolfsrudel hat auch eine gewisse Methode, wie sie den Hirsch fangen. Mhm. Aber sich darüber auszutauschen und das weiterzugeben, ich glaube, das ist das, und darüber Gedanken zu machen, das ist das, was den Menschen unterscheidet. Und es funktioniert nicht. Genauso wie das Thema Routine. Der Mensch ist ein Routinetier. Wir würden morgens nicht aus dem Bett kommen, wenn wir erst überlegen müssen, was müssen wir tun, wenn da so ein komisches, piepsendes Geräusch neben uns ist. Und das setzt sich durch unser ganzes Leben letzten Endes durch. Mhm. Und das aber zu akzeptieren, dass die Methode im Grunde nicht schlecht ist, sondern dass es Voraussetzung ist, um was reproduzierbarer zu leisten. Also ich möchte es gar nicht kritisieren. Ich will es überhaupt gar nicht kritisieren. Nochmal, meine Worte dazu sind ja, der Rode hat dann versucht,
all denjenigen, die nicht wissen, wie man damit umgeht, sozusagen über diese fünf Fragen so eine Art, ja, was weiß nicht, Kalender in die Hand zu geben oder eine, etwas. Ne? So, also deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob, also ich finde das nicht schlimm. Nee, ich stelle bei ihm auch definitiv eine Weiterentwicklung fest. So ein ganz zentraler Satz, den er jetzt im Frühjahr auf dem Einführungsvortrag von dem Qatar Summit gemacht hat, was man auf YouTube sich angucken kann, fand ich sehr bezeichnend. Dieser Punkt, wenn ich lerne, muss ich es komisch anfühlen. Okay. Wenn es sich nicht komisch anfühlt, lerne ich nichts. Einverstanden. Also noch und mal. Das muss ich aber den Menschen sagen, weil, okay, weil sonst erschrickt jeder, huch, das ist ja komisch, da passiert irgendwas, das will ich nicht. Ich muss die Menschen, glaube ich, darauf vorbereiten, dass sich das komisch anfühlen wird. Mhm. Und also erst wenn es sich nicht komisch anfühlt, macht er was falsch. Also ich bin bei dir, ich glaube auch, da besteht Konsens, das ist alles gut. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, ich habe das ja selbst schon erlebt und habe das auch selbst schon machen dürfen, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Wie fühlt sich das für jemanden an, wenn der jeden Tag immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommt? Also du hast beschrieben, komisch. Ne? Also das ist am Anfang komisch und später wird es zur Routine. Dann ist das normal, wie morgens Zähne putzen. Wie war das bei Ihnen im Unternehmen? Ja, es kommt sicherlich anfangs auch mal die Frage, musst du mich jetzt immer nach den Zielzuständen fragen? Ich weiß es doch. Ne? Trotzdem ist es halt eine Orientierung, eine Struktur. Auch, ich kann auch mal zusätzliche Fragen stellen, wie ist der Zielzustand abgeleitet worden, gerade am Anfang der Charta, um dem Verbesserer nochmal klar den Blick zu geben, naja, warum wollen wir da hin und wo komme ich her? Und die fünf Fragen geben halt einfach die Orientierung für den Mitarbeiter und für den Coach. Gut, dann funktioniert es. Ich denke auch, das ist die Herausforderung auch der Führungskraft und des Coaches, indem man da auch keinen Druck aufbaut. Gerade wenn ich sage, okay, wir treffen uns wieder um die und die Uhrzeit, es geht wieder, wir haben eine Struktur, die arbeiten wir ab. Ja. Da kommt es natürlich auf diese Führungskraft an, was wir eingangs schon besprochen haben. Die muss der Spezialist dafür sein, der Coach. Der muss dafür. Der Spezialist für Coaching. Genau. Ja. Okay. Der braucht diese Qualifikation und natürlich diese Sozialkompetenz. Weil fachlich gibt es genug, da muss man sagen, ja, die sind alle gut drauf, aber Sozialkompetenz, da hapert es. Okay. So, worauf ich hinaus möchte, ist, wer formuliert denn diesen Zielzustand? Wer ist denn das? Machen Sie das als KVP-Beauftragter? Wie funktioniert das praktisch? Also, die erste Frage lautet: Was ist der Zielzustand? Woher kommt er? Aber wer formuliert den? Der Zielzustand kommt aus dem Ist-Zustand. Das heißt, man macht eine gründliche Prozessanalyse, wo natürlich die Teilzeiten erfasst werden, dokumentiert werden und man bekommt ein klares Bild, vom, ein Muster quasi von dem aktuellen Ist-Prozess. Okay. Entwickelt daraus eigentlich einen Soll-Prozess, hat vielleicht schon bestimmte Auffälligkeiten bei der Prozessanalyse, ohne schon auf Lösungen zu gehen, weil die soll ja dann später dann der Menti bringen. Und somit ist aus dem Ist-Zustand resultierend, ist der für den Menti der Zielzustand klar nachvollziehbar. Und wie schwer ist das, so einen Zielzustand zu formulieren? Also ich stelle mir das, also es gibt die ganze, also ein Zielzustand könnte ja sein, ich will, dass das besser geht. Ja, dann muss ich halt gucken, wie mäßig besser. Ja, was ist besser? Und dann fängt es halt damit an, dass ich entwickle, okay, was, dass wir dasselbe Verständnis von besser haben. Okay. Das muss jetzt mit. Würde man sich dann an smart orientieren? Ja. Also, das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, dass man. Am M messen. Genau. Dass man smarte Ziele formuliert. Also, dass man sich bei der Formulierung von Zielen an smarten Zielen formuliert. So. Ich finde viel spannend, also ich finde das sehr spannend, dass sozusagen wir beide, du, mein Coach und ich auf dem Shopfloor, dass wir uns gemeinsam unterhalten, was ich denn sozusagen erreichen möchte oder da vor allen Dingen mitsprechen kann. Das ist das Spannende ja eigentlich dabei. Dass ich plötzlich als Mitarbeiter auf dem Shopfloor, und das finde ich das Bemerkenswerte an dem, was Rode als Kader bezeichnet, dass ich plötzlich so eine Art von Mitbestimmung habe, dass ich plötzlich sozusagen sicherlich auch durch meine Erfahrung, die ich, weil ich schon 5 Jahre diesen Job mache, sozusagen all das, was ich an Erfahrung habe, sozusagen damit hineinbringe. Das finde ich das eigentliche Spannende. Weil ohne Angst haben zu müssen, dass eine Idee, wie nennt man es, verschleppt wird
Von Führungskräften oder wen? Als sie eigene verkauft wird. Oder als eigene verkauft. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber genauso ist es. Und das haben ja, nehmen wir mal an, es sind ja mittlerweile in den Organisationen, wir haben ja wesentlich ältere Mitarbeiter mittlerweile jetzt in den Unternehmen. Es kommt ja gerade zu sehr viel Generationswechseln dort, auch neue Generationen kommen rein. Wir haben, ich weiß gar nicht, war letztes Jahr, glaube ich, eine Studie, knapp 60% sind über 50 mittlerweile Unternehmen. Und da haben wir noch so ein bisschen verbrannte Erde, gerade in dem Bereich des Klaus, der eigenen Idee. Und da weiß ich nicht, wie es bei ihm ist. Er hat gerade gesagt. Ach so, ja, es ist transparent. Sobald das Ziel formuliert ist, gibt es keine Auswüchse mehr für beide Seiten. Und das ist das Entscheidende. Also nicht, dass ich sozusagen von außen sozusagen ein Ziel formuliert kriege. Deswegen hatte ich vorhin nämlich nachgefragt nach Ihrem Zielvereinbarungssystem, weil sehr häufig in diesen Zielvereinbarungssystemen, wenn wir ehrlich sind, ist es so, dass mir Ziele formuliert werden, an denen ich selber gar nichts machen kann, weil ich abhängig bin von irgendeinem Prozess. Ne? Also so, ne? Dass ich hier, und das ist das Entscheidende für mich, dass ich hier sozusagen mitbestimmen kann, also wirklich im Sinne von Mitbestimmung, was das Ziel ist. Also das ist das eine, deswegen finde ich es so spannend, nicht nur die Kader, sondern in der Tat, und da bin ich 100% bei dir, Götz, dass es so eine Art Leitfaden sein kann, diese fünf Fragen. Und das Zweite, was ich ebenfalls interessant finde, ist, dass es dann, nämlich in der zweiten Frage, wie ist der Ist-Zustand jetzt, mich ganz konsequent mit dem Ist-Zustand auseinandersetzen muss. Und zwar ich als derjenige, der auf dem Shopfloor ist. So. Die Gefahr, die ich darin sehe, ist, möglicherweise, und dann käme eben ja wieder der Coach ins Spiel, Herr Nuber, vielleicht können Sie es bestätigen, dass ich sozusagen nicht den kompletten Ist-Zustand erfasse. Und wie geht jetzt der Coach vor dann? Also möglicherweise betrachte ich das ja nur aus einem bestimmten Winkel in der Ist-Zustandsbeschreibung und kenne nicht alle Parameter. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, also wenn Sie mir jetzt die Frage stellen würden, so, also wie ist der Zielzustand, dann sage ich das jeden Tag immer um die gleiche Zeit. Und wie ist der Ist-Zustand jetzt? Dann würde ich es ja beschreiben. Wie gehen Sie jetzt vor? Wie geht der Coach jetzt vor, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Mentee, also ich, den Ist-Zustand nicht vollständig erfasst hat? Also bei uns wäre der Ist-Zustand eigentlich immer gemessen, ob das eine Stoppuhr ist oder eine andere Zeitaufnahme. Das heißt, da bringt es im Coaching, der Mitarbeiter bringt ja die Zeit mit. Jetzt ist hinter der Zeit steht noch nicht einiges mehr. Einmal der nächste Schritt vom Vortag, der vereinbart wurde, und die Erwartungshaltung. Und dann der Ist-Zustand und somit auch die Reflexion des Coach. Was hast du denn gemacht? Was hast du erreicht? Warum hat es funktioniert? Warum hat es nicht funktioniert? Jetzt sind Sie ja schon aber bei den nächsten Fragen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sozusagen ist die Beschreibung des Ist-Zustands immer sozusagen auf der Basis von irgendwelchen quantifizierbaren Daten. Genau. Jetzt gehört aber zum Ist-Zustand noch viel mehr dazu, oder? Ich würde sagen, das ist auch dann wieder der Punkt, um nochmal die Führungskraft kurz ins Spiel zu bringen, die halt den etwas größeren Horizont hat. Dann geht es halt für diesen einen Arbeitsplatz geht es vielleicht nur um eine Zeit oder um den Lagerbestand. Aber wir kennen ja alle Audi-Situationen, wo halt dann hier lokal irgendwas optimiert wird und der Rest nicht betrachtet wird. Und da, glaube ich, entsteht diese Symbiose zwischen Mitarbeiter vor Ort an der Maschine und der Führungskraft, die halt noch ein, zwei, drei Schritte oder wie viel auch immer vor und nach diesem Punkt sieht. Das kann der Mitarbeiter rein physisch, das hat jetzt mit seiner Person ansonsten gar nichts zu tun, das kann man ja nicht sehen. Also vielleicht gibt es ja wirklich um diesen eigentlichen Prozess herum irgendwelche Prozesse, die dann unmittelbar beeinflussen. Genau. Das ist würde ja in der Beschreibung des Ist-Zustandes dazugehören, oder? Die ich vielleicht gar nicht messen kann. Ja, aber da fehlt im Umständen einfach die rein physische Sichtbarkeit. Okay. Was ich jetzt spannend finde, ist, und das ist das wirklich, als ich das Buch gelesen habe, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich selbst immer nur über Probleme gesprochen. Also ich habe wirklich diese Vokabel Problem in den Mund genommen. Und deswegen finde ich diese dritte Frage so interessant. Welche Hindernisse halten uns davon ab, den Zielzustand zu erreichen? Und alleine die Wortwahl, nämlich nicht über Probleme zu sprechen, sondern über Hindernisse zu sprechen. Ob die überwindbar sind oder nicht, das ist, sei dahingestellt. Aber es nicht zu problematisieren, weil Problem ist für mich immer irgendwie auch ein Stück weit, negativ will ich jetzt nicht sagen, aber das ist nicht schon, so ein schönes Wort. So. Welche Hindernisse halten mich davon ab, sozusagen den Zielzustand erreichen? Wie gehen wir jetzt vor? Also was passiert jetzt konkret?
Wobei ich den großen Wert an der Stelle nicht so sehr die Wortwahl zwischen Problem oder Hindernis, sondern dieser Aspekt Fehler. Mhm. Dieser Aspekt Fehler ist im Grunde was Gutes, wenn ich was verbessern will. Ich sage immer, wenn ich der Wissenschaftler bin am Labortisch, vielleicht ist das Beispiel auch von ihm, ich weiß es nicht mehr, und ich schütte da zwei Flüssigkeiten zusammen und ich weiß schon vorher, was passiert, dann mache ich ja was falsch. Dann habe ich an der Stelle meinen Job verfehlt. Weil neues Wissen, und das ist, glaube ich, ist definitiv von ihm, neues Wissen entsteht nur durch Fehler. Ja. Weil sonst habe ich es vorher schon gewusst. Und das ist dann auch wieder der Punkt, wo die Führungskraft ins Spiel kommt. Der Zielzustand soll ja herausfordernd sein. Wenn ich den Weg dorthin genau kenne, dann bohre ich ein viel zu dünnes Brett. Das hat ja der Herr Nuber vorhin gesagt, nämlich, also das haben wir vielleicht vergessen, nochmal explizit also noch mal, zu betonen, dass natürlich diese Zielzustände immer außerhalb der sogenannten Wissensgrenze sein sollen. Also außerhalb des Wissens, wo ich mich befinde. Also das habe ich jetzt, haben wir vergessen, hatte ich unterstellt. Das meinte ich vorhin auch mit den nicht vorhandenen Kompetenzen. Das war jetzt nicht negativ gemeint für die gesamte Organisation, sondern es war ähnlich wie mit der Fehlerkultur, sondern zu analysieren, was haben wir nicht oder was fehlt uns noch, um dahin zu kommen. Genauso hatte ich es vorhin auch gemeint. Und das, was du eben beschrieben hast, Götz, das wäre für mich jetzt aber schon der Punkt, wo wir jetzt an der Stelle wären, wo ich sage, da geht es ja um das Aufstellen einer Hypothese. Also das, du hast ja gesagt, ne, wenn ich zwei Reagenzgläser mit irgendeiner Füllung zusammenschütte und ich schon weiß, was dabei rauskommt, dann arbeite ich laut Roter, nicht experimentell. Ja. So, ich bin da noch nicht. Das ist aber nicht bequem. Und der Mensch ist nicht bloß ein Methoden, sondern auch ein Bequemlichkeitstier. Und ihn aus dieser Komfortzone rauszuführen, das ist dann auch wieder Aufgabe der Führungskraft. Ja. Für mich als Mitarbeiter, und da nehme ich mich selber nicht aus, ist es ja total bequem. Ich suche ja im Grunde Bequemlichkeit. Klar, nur in Bezug auf die dritte Frage, nämlich welche Hindernisse halten mich davon ab, sozusagen den Zielzustand zu erreichen, ist ja noch nicht das Aufstellen einer Hypothese. War doch schon eine Hypothese. Das muss ja nicht dieses Problem sein, dass es dann wirklich ist. Das ist das, wo ich jetzt glaube. Okay. Und was ist dann dein nächster Schritt, da drüber zu kommen? Okay. Und dann können wir uns angucken und was hast du daraus gelernt? Gut. Herr Nuber, Hypothesen aufstellen, Hindernisse zu beschreiben. Deckt doch alles auf, oder? Fehler zu beschreiben. Macht doch das Unternehmen transparent. Auch die Abteilungen, die nicht an der Charta teilnehmen, also die anderen 12 oder 5 Leute. Gut, wie gehen die damit um? Also bei uns ist Fehler eine gelebte Kultur, weil wir sagen ja auch bei uns, Probleme sind Schätze. So haben wir es zumindest schon anfänglich reingebracht und jetzt sind es halt Hindernisse. Der Prozess ist ja in der Regel vom Mitarbeiter beeinflussbar. Das heißt, er hat vorrangig in seinem Hoheitsbereich. Natürlich tangiert er Schnittstellen und er lernt auch die Schnittstellen, wenn er sich mit dem Prozess intensiver befasst, kennenlernen. Sei es eine Schnittstelle im SAP-System zu einem vorgelagerten Bereich oder halt auch in der Kommunikation mit dem vorgelagerten Bereich, Stichwort internes Kundenlieferantenverhältnis, noch hier miteinander umzugehen. Und kann auch durchaus Hindernisse ja, mit dem zuarbeitenden Bereich ausarbeiten. Merkt ihr was, ich kann ihn nicht locken. Ne? Also die sind zu gut. Ja, aber ich habe da mal eine Frage. Sie sind zu gut. Ne? Also da, all das, was wir so erleben, erleben wir bei Ihnen nicht. Das Spannende ist ja wirklich, es scheint sie ja zu geben, also diese Hidden Champions, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen will. Also es scheint sie ja zu geben, die Unternehmen, die das irgendwie verstanden haben. Was sind dann die Probleme, jetzt benutze ich diesen Begriff Probleme, was sind dann die Probleme der Unternehmen eurer Beide, von euch, an euch gerichtet, die das nicht so begreifen, wie das, was Herr Nuber jetzt für die Kalkenauer KG beschreibt? Also ich glaube, es ist der Faktor Zeit, dieses schnell Ergebnis haben wollen, dieses nicht langfristig denken wollen können, warum auch immer, und eben nicht dieses Bereitsein, über diese zwei, drei sichtbaren Dinge hinaus zu gucken. Weil das ist ja und auch unter Umständen mit dem Widerstand, was Führungskräfte angeht. Ich weiß nicht, ob jeder gleich Chaka Hurra von den Führungskräften, da gab es sicher vielleicht den einen oder anderen, der da nicht gleich in erster Reihe war. Und in der Zeit, wo der Mentee sich mit dem Mentor unterhält, tut er ja nicht das, was er
Wofür Geld, womit er direkt Geld verdient. Angestellt ist. Plus wir haben ja immer viel so, ich sag mal immer so ab dem mittleren Management jetzt gesprochen. Wie sieht es aber aus? Es gibt ja Mitarbeiter, die lassen sich nicht befähigen. Wie war das da? Die vielleicht den, Weg am Anfang nicht so mitgehen wollten. Man wählt natürlich bei der Verbesserungskarte schon Mitarbeiter aus, die sich befähigen lassen wollen, auch die Herausforderungen auch suchen. Auch. Ja, es gibt sicherlich Mitarbeiter, ich möchte meine Kollegen nicht zu sehr ansprechen, aber die vielleicht sich ein bisschen zurücklehnen, die gerne in der Komfortzone sind, die aber dann die Chance bekommen, wenn sein Kollege oder die Kollegin den Prozess optimiert, dass sie mitgenommen werden, also sprich der Standardkeil, die Verbesserungskugel. Teil davon sind. Also ich meine das auch nicht abwerten, weil ich hatte den Fall schon mal auch Mitarbeiter im Shopfloor, wollten damals auch eine Methode einführen und der war schnell überfordert. Das heißt, ich habe dem damit überhaupt keinen Gefallen getan. Der hat schlaflose Nächte gehabt. Das meinte ich damit auch. Ja. Also nicht nur, dass ich sage, nein, um Gottes Willen, mir geht es ja hier gut und ich will nur hierher kommen und dann wieder pünktlich um 15 Uhr gehen, sondern es geht auch um eine leichte Überforderung, weil die es vielleicht gar nicht gewöhnt sind. Naja, zu begreifen, dass Mitarbeiter nur kommen, um Geld zu verdienen, das fällt manchen schwer. Also, gut, aber natürlich aber das ist wahrscheinlich das auch wieder Herausforderung für die Führungskraft, genau, das zu erkennen. Ja. Ich überfordere ihn jetzt. Ja. Und dann bereit sein, sich über dieses ich bin nur der schnellste Steineklopfer hinauszugehen und sagen, ich erkenne, was eventuell bei dem im Kopf rumgeht. Genau. Oder ich frage ihn halt auch einfach, wenn ich es sonst, wenn er nicht mich anspringt und sagt, hey, das geht jetzt mir zu weit. Ja. Ich muss halt auch bereit sein, ihn zu fragen, eventuell dann auch eine Reaktion zu bekommen, die mir nicht passt. Okay. Wie lange, Herr Nuber, arbeiten die in der Regel, diese Kata-Teams, an der, also so im Schnitt, an der Erreichung eines Zielzustandes? Etwa 12 Wochen, 3 Monate. Okay. Ist so ein Paket, wo man auch noch Motivation hat, das ins Ziel zu bringen dann. Okay. Dann gibt es entweder einen neuen Prozess, ein neues Thema, oder es gibt halt noch einen zweiten Zielzustand, der darauf aufbaut. Und was passiert, wenn beispielsweise in der Beschreibung der Hindernisse rauskommt, dass eine andere, wir haben es vorhin schon mal angedeutet, eine andere Abteilung betroffen ist? Was jetzt bedeutet, dass bei denen eine Veränderung stattfinden muss, damit ich mein Ziel erreiche? Wie läuft es dann in der Kommunikation? Oder wie läuft es dann generell? Nachdem der Verbesserer dieses Hindernis lösen soll, geht er natürlich auch in den Dialog mit der Kollegenabteilung. Er selbst oder der Coach? Er selbst, ja. Aha, das heißt, er geht im Zweifel zum Einkauf? Zum Einkauf. Natürlich werden dann die Kollegen im Einkauf auch darüber vorbereitet, vielleicht auch vom Coach selber. Wir sind jetzt gerade im Segment Hindernis, Beschaffung, Einkauf. Es kann sein, dass wir in den nächsten Tagen mal auf dich zukommen. Okay. Wir brauchen deine Unterstützung. Lass uns mal klarlegen, was das Thema ist auf der Sachebene und dann experimentell eine Lösung zu finden dann. Das geht auch so weit, dass wir vielleicht Lösungen von der IT benötigen. Auch da ist, sagen wir, die Karte der Vorteil, ich spezifiziere das Problem oder vielleicht den Lösungsweg ziemlich konkret, bevor ich zur IT gehe und sage, ich brauche von dir ein Ticket, brauche eine Lösung. Wie ist der Weg? Was kostet es? Wie amortisiert sich's? Okay. Gibt es auch schon mal formulierte Zielzustände, die nicht erreicht worden sind? Gibt es auch. Wenn man merkt, man kommt nicht weiter oder man braucht zu sehr eine Unterstützung von der IT oder vielleicht vom Maschinenbau und es lässt sich in gewisse Zeitfenster einfach nicht realisieren, dann lässt man das los, weil wird der Mitarbeiter nur am Hamsterrad strampeln, er kommt ja nicht vorwärts in diesen Also im Zweifel habe ich 8 Wochen lang an was gearbeitet, um zum Ergebnis zu kommen, dass ich nicht realisieren kann. Zumindest ein Teilsegment in diesem Gesamtprozess. Findet dann eine Korrektur des Zielzustandes statt oder bricht man komplett ab? Es kann sein, dass eine Korrektur stattfindet und diesen Teil eben dann rausgenommen wird. Okay. Gut. Mit Blick auf die Uhr, die Stunde ist fast rum. Die Frage lautete ja der Sendung mehr oder weniger, gibt es die Verbesserungskarte wirklich? Also ist die in den Unternehmen wirklich angekommen? Wir haben mit Ihnen, Herr Nuber, ein Leuchtturm
mit dem Unternehmen, mhm, scheinbar. So nehme ich das wahr. Ich habe auch keinen Grund, in irgendeiner Form zu zweifeln, weil das sehr einleuchtend auch ist, was Sie da beschrieben haben. Und danke Ihnen dafür, dass Sie heute bei uns waren und da so ein bisschen berichtet haben drüber. Und bin mir ziemlich sicher, alle diejenigen, die das live erleben wollen, die dürfen Sie auch mal besuchen, oder? Jederzeit Kontakt aufnehmen, egal wie. Genau, und das schreiben wir sowieso alles, Ihre Kontaktdaten in Anführungsstrichen, schreiben wir rein. Bleibt am Ende dennoch die Frage, wenn die Kalkenauer KG eine der wenigen Unternehmen ist, die für sich erfolgreich den Ansatz der Charta, wie auch immer ausgeprägt, umgesetzt haben, was würdet ihr beiden all den anderen empfehlen zu tun, um auf dieses Niveau von der Kalkenauer GmbH, KG zu kommen? Sascha, du zuerst. Ich zuerst. Also wichtig ist immer für mich, finde ich, über den Tellerrand hinausschauen, Mitarbeiter fragen, ja, sich schon die Lösung aus der Mannschaft holen, Transparenz aufzeigen, roten Faden aufzeigen. Ja, das finde ich wichtig. Gut. Gut. Meiner Ansicht nach muss man immer darüber diskutieren, ob es möglich ist oder nicht. Also selbst nach Toyota kann man nicht darüber diskutieren, okay, war das jetzt ein einmaliges Ereignis, jetzt gibt es mindestens zwei, also muss ich über die Möglichkeit an sich nicht mehr diskutieren. Und jetzt muss ich halt gucken, so wie Rother das vor Toyota gemacht hat, was hat die Kalkenauer KG gemacht, im Sinne von Modellierung und eben nicht bloß auf der reinen Verhaltens- und Kontextebene, sondern was denken die Menschen dort, was denkt auch die Unternehmensleitung, die Inhaber, familiengeführt. Ja. Und das muss ich halt alles betrachten und nicht nur auf die sichtbaren Dinge reduzieren. Dann wird es nicht funktionieren. Und das ist aber eine Sache, da muss ich eigenes Hirnschmalz reinstecken und vor allen Dingen den Faktor Zeit. Also du strichst jetzt noch mal was an. Ich meine, die 5 Minuten haben wir noch. Du hast eben das Wort in den Mund genommen, unternehmergeführtes Unternehmen. Hier sprechen wir auch von einem unternehmergeführten Unternehmen. Wenn wir eben weggehen von einem unternehmergeführten Unternehmen, wo der Geschäftsführer sozusagen den Druck hat, sozusagen Quartalszahlen zu bringen gegenüber den Unternehmern, die ja im Zweifel Aktionäre sein könnten, weil wir ja alle Dividende haben wollen, dann hat der möglicherweise die Zeit nicht und vielleicht liegt genau da der Hund begraben, warum es in vielen Organisationen, die halt eben nicht Unternehmer geführt sind. Es sind ja manchmal sogar die Ziele, die gar nicht sichtbar sind. Ich erinnere mich an mein früheres Leben, börsennotiertes Unternehmen, da war die klare Aussage, wir können euch die Ziele im Vorfeld nicht sagen, weil das Einfluss auf den Börsenkurs hätte. Mhm. Weil da wird es nicht ein Stück weit schon absurd. Ja. So. Und dann kann es auch, ich will nicht sagen, dass es dann in den Zufall ausartet, ob es funktioniert oder nicht. Aber wenn ich immer nur im Rückblick gucke, bin ich da angekommen, wo ich hin wollte, aber gar nicht wusste, wo ich vorher hin sollte, dann wird es schwierig. Also von daher glaube ich, das ist dieses große Plus, das die inhabergeführten Unternehmen haben, dass sie damit ganz frei umgehen können. Die anderen dürfen es ja zum Teil gar nicht. Ob sie es wollen, ist schon wieder ein anderes Thema. Da kenne ich durchaus auch welche, die sagen, in meine Zahlen lasse ich keinen reingucken. Also die Botschaft ist jetzt nicht, dass alle nicht unternehmergeführte Unternehmen die Charta nicht anwenden. Das ist nicht die Botschaft. Nee, nee, nee. Das ist wichtig. Aber dass es da wahrscheinlich schwieriger ist, wie in unternehmergeführten Unternehmen mit wie auch immer gearteten Ideen, Philosophien, Methoden oder sozusagen umzugehen, das dürfte offensichtlich sein. Und das ist ja jetzt nicht ein spezielles Problem der Charta. So, es soll ja auch noch Unternehmen geben, die bei der Auswahl von Mitarbeitern Assessment Center machen. Nein. Ja. Ne? Ja. Da wundern Sie sich, wenn keiner kommt. Stell dir vor, ja, oder, die, oder danach. Oder danach die Leute froh sind, dass sie nicht eingestellt werden. Ja. So. Gut. Okay. Lieber Sascha, herzlichen Dank, dass du da warst. Lieber Götz, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Dass du auch hier warst. Herr Nuber, nochmal Ihnen ganz herzlichen Dank. Allen, die hier anwesend sind und alle denjenigen oder alle die uns zugeschaut haben, herzlichen Dank.
für Sie der Hinweis nochmal, dass wir die nächste Sendung und vierte Sendung uns mit der Frage beschäftigen, warum ist Lean so schwer umsetzbar? Ja, wenn es denn überhaupt ist. Den Herrn Huber laden wir nicht ein. Der erzählt uns, dass das alles ganz easy ist. Spaß beiseite. Sie werden auch jeden Tag schon das eine oder andere Thema auf dem Tisch haben, wo es halt eben nicht so funktioniert, denke ich mal. Aber zu Gast wird sein, und da freue ich mich ganz besonders, Marc Lamberts, Andreas Zeug und Conny Detloff. Conny Detloff von Otto. Andreas Zeug, Unternehmensdemokrat, Marc Lamberts, auch jemand, der sich mit der Charta sehr beschäftigt und vieles aus dem ableitet. Das werden wir wieder hier vor Ort machen. Und die fünfte Sendung, das ist dann die Sendung vor der Sommerpause, werden wir uns zum Thema Shopfloor-Management unterhalten. Das noch als Programmhinweis. Sie werden das, was wir hier live gestreamt haben, als Postproduktion von den Jungs Chris Finn und Carsten Müller, die das dann postproduzieren werden, wieder auf dem YouTube-Kanal finden. Darf mich für Ihr Kommen bedanken. Freue mich, dass Sie zugesehen haben. Freue mich, wenn Sie es sozusagen aus der Konserve sich angucken. Darf hier nochmal ganz herzlichen Dank sagen und wünsche Ihnen und uns allen eine veränderungsvolle Zeit.